Willkommen zurück, meine Freunde. Es geht weiter mit New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir sind immer noch in den Kandismen und wir spielen jetzt Level Nummer 6, Knochenbahn im Dunkelwahn. Okay, Knochenbahn heißt für uns automatisch, es ist so eine Art Scrolling-Level, aber auf einer Bahn. Und da bräuchten wir einen Minipilz. Super. Wir haben leider keinen Minipilz im Inventar. Ich weiß zwar nicht, was der Minipilz uns hier bringt, aber wir haben leider keine im Inventar. Also können wir das sowieso schon mal nicht angehen. Das heißt, wir schließen dieses Level auf jeden Fall mal ganz normal ab. So wie es eigentlich gewünscht ist. Und natürlich müssen wir auch hier auf die Starcoins achten, die es natürlich hier irgendwo gibt. Und da oben ist eine Starcoin. Perfekt. Und das war sogar die erste. Okay. Also kann sich bei diesem komischen Minipilz, bei dieser komischen Minipilzröhre, kann es sich ja eigentlich gar nicht um ein... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Um einen Starcoin handeln, weil die haben wir ja schon eingesammelt. Weil die erste Starcoin haben wir eingesammelt. Also kann es das schon mal nicht sein. Aber was ist denn da unten dann bitte? Was ist denn da unten bitte? So, was ist hier? Gar nichts? Nur Münzen? Mein Gott, ist das lame. Ich hatte eher gedacht, die zweite Starcoin. Aber okay, wenn es nur Münzen sind, dann... Bitte, so, da gibt es einen Stern. Da gibt es einen Stern. Und vielleicht ist... Was? Ein Stern überlebt es nicht? Nee, komm. Nee, komm. Also, jetzt wollen die mich komplett verkackeiern. Jetzt wollen die mich komplett verkackeiern. Ich dachte, ein Stern überlebt Giftwasser, aber nö. Selbst mit einem Stern stirbt man. Cool. Cool. Eine sehr, sehr neue Erfahrung für mich. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Also, okay. Sollten wir uns merken. Auf jeden Fall nicht mehr ins giftige Wasser gehen, wenn wir einen Stern haben. Weil dann sind wir nämlich tot. Oh, ich hasse diese schnellen Level. Das mag ich überhaupt nicht. Ich bin da immer so in Hetze. Ich verbreite da immer selber Hektik. Und dann mag ich mich schon wieder nicht. Nee. Ich glaube, dann kann ich mich nicht so leiden. So, ich glaube, die 8 Runden mindestens schaffe ich wieder nicht. Zumal, weil ich nicht weiß. Nee. Okay, diesmal habe ich schon wieder verpasst. Schon wieder verpasst. Na toll. Na toll. Soll ich jetzt die Münzen komplett mal einsammeln? Ich weiß nicht, was mir das bringt, aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich denke, dafür gibt es nur einen Applaus oder sowas. Ansonsten gibt es ja dafür nichts. Weil für ein paar Münzen nur... Nö. Dafür gibt es nur einen Applaus. Okay. Schade, dass man auch nicht Applaus zählt zu den 100%. Aber gut, ich glaube, dann zu wissen, für was denn die ganzen... für was es die einen Applaus geben wird, ist halt immer ein bisschen schwierig. So, Moment, Moment. Gab es hier nicht nochmal eine Starcoin? Nee, auch nicht. Gibt es hier mal irgendwann einen Checkpoint? Nee, Moment, da war sie. Da war sie. Ah, als ob. Als ob, ja, da hinten war sie. Ich habe sie gesehen. Sie hat ein bisschen rausgefunkelt, aber könnte auch natürlich auch was anderes sein. Könnte was anderes sein. Ich möchte jetzt einfach nur dieses Level hier abschließen, ohne ständig sterben zu müssen. So, wo geht's denn hin? Wo geht's denn hin? Wo geht's denn hin? Okay, hier lang. Hier lang. Aber was gibt's hier? Hier gibt's ja gar nichts mehr. Oder hätte ich unten lang müssen? Oh mein Gott, als ob. Als ob, deswegen mag ich solche Level überhaupt nicht. Weil ich verliere da so schnell den Überblick. Und ich habe absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Und da gibt's nur eine Münze. Wow. Ich dachte wenigstens vielleicht ein One-Up oder so. Was? Da brauche ich einen Stern? Ja gut, ich brauche da einen Stern. Weil ansonsten komme ich nicht an die dritte Starcoin ran. Aber... Wie zum Teufel soll ich das machen? Da muss ich quasi wirklich den Stern aktivieren. Dann nochmal? Also ganz schnell sein und dann rausgehen aus der Röhre und dann? Ja genau, dann hätte ich es eigentlich geschafft, oder? Dann müsste normalerweise bei der Röhre müsste dann nochmal ein Stern kommen. Okay, komm, ich versuche das jetzt nochmal. Ich will das jetzt nochmal versuchen, Leute. Tut mir leid, aber wir müssen das einfach nochmal versuchen, weil das lässt mir jetzt keine Ruhe. Das lässt mir keine Ruhe. Und vor allem, was will diese Mini-Röhre hier? Wahrscheinlich, wenn ich da reingehe, gibt es natürlich wieder gar nichts. Ja, ich habe das schon mal gehabt. Ja, das war im Limonadendschungel. War das auch so. Da gab es eine Mini-Röhre und ich war da drin und da gab es wirklich gar nichts. Da gab es nur die goldene Fahne. Toll. Toll. Habe ich mir auch gedacht. Umsonst ein Mini-Pilz geopfert, aber okay. Okay, wieso nicht? Wieso nicht? Gut, jetzt absolute Konzentration. Wenn ich natürlich hier einen Stern kriegen würde, wäre das natürlich echt mega. Also zumindest an der einen Stelle, wo ich den Stern benötige, damit ich was sehe. Aber ansonsten brauche ich ihn ja nicht. Ansonsten brauche ich ihn eigentlich nicht. Ich komme eigentlich wirklich so gut durchs Level, ohne irgendwie großartig was zu sehen. Aber die eine Starcoin, die habe ich zumindest, glaube ich, ein bisschen entdeckt. Ich glaube, ein bisschen zumindest.
Wenn es natürlich nicht irgendwas anderes war. Also könnte natürlich auch ein Ring gewesen sein oder so. Aber ich denke, das war die Starcoin. Ich denke es. Ich denke es. So, gib mir bitte den Stern. So, jetzt aber. Jetzt aber. Vorsicht. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. So, da oben gab es, glaube ich, nichts, oder? Weil ich dachte, hier gibt's was. Also hier? Nein, da war es schon wieder. Jetzt habe ich schon wieder verpasst. Aber ich glaube, ich muss da hoch. Ich glaube, ich muss da hoch, weil ansonsten komme ich da gar nicht drüber. Hm. So, jetzt aber. Nein, der Stern! Als ob! Als ob, ja, den Stern hätte ich jetzt hier gebraucht. Ja, weil das Level ist jetzt gleich zu Ende. Genau, wenn ich da runterfliehe. Okay. Okay, gut. Gut zu wissen. Okay, dann werde ich das offscreen machen. Weil dann kann ich nämlich nachschauen, ob ich da wirklich durchkomme oder nicht. Aber ansonsten... krass. Wirklich krass. Gut. Dann hätten wir den nächsten Turm. Kammerjagd im Drehwurmturm. Aber da gibt es keinen Bum-Bum. Wer ist denn da denn der Boss? Hm. Gute Frage. Gute Frage. Louis, kannst du uns das beantworten? Ja, Louis kann uns das natürlich beantworten. Wenn wir hier unsere schönen Plattformen drehen können, kann uns Luigi auch beantworten, wer denn hier eigentlich der Boss ist. Okay, okay. Sieht natürlich auf den ersten Blick sehr, sehr verwirrend aus, das Ganze. Vor allem, weil wieder diese komischen Dinger hier sind, die ich eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Aber okay. So, gibt es hier einen Pilz? Ja. Da gibt es einen Pilz. Okay. Aber da kann ich auch gar nicht hochspringen. Okay, komme ich gar nicht durch. Aber wenigstens kann ich die Gegner töten. Immerhin etwas. Immerhin etwas. So. Ich glaube, durch die Röhre komme ich nicht. Doch, komme ich. So. Okay. Durch die Röhre komme ich, aber nur so. Gut. Machen wir gleich, machen wir gleich. Gehen wir gleich mal da rein. Vielleicht gibt es ja da schon die erste Starcoin. Wäre natürlich sehr, sehr toll für uns. Ja, ich glaube ja. Ich glaube ja. Nämlich hier oben. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ja, tatsächlich. Da ist die erste Starcoin. Freunde, wir haben sie gefunden. Geil. Und das sogar wirklich auf Anhieb. Aber es war auch sehr, sehr offensichtlich, dass man da durch kann. Es war wirklich sehr offensichtlich. Also wenn man da wirklich schon zwei Plätze freilässt für Blöcke, dann ist es immer sehr, sehr, sehr verdächtig. Dann ist es echt sehr verdächtig. Ja, ich liebe diesen Applaus. Gebt mir noch mehr Applaus. Am besten noch fünfmal mehr. Oh nein, ich hasse diese... Nein! Okay, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Hm, wie heißen die denn nochmal? Waren das nicht auch solche Hämmerbruder oder sowas? Das war auf jeden Fall irgendwas ganz Komisches. Ganz Komisches. So, Eisblume, Eisblume, endlich! Endlich mal ein nützliches Item. Okay, da können wir durch. Können wir durch, bringt uns aber nichts. Bringt uns leider nichts. Also für die 100% hat uns das nichts gebracht und wenigstens kriegen wir hier nochmal eine Eisblume. Ansonsten hätte ich, glaube ich, echt das Problem. Ja? Ohne die Eisblume bin ich, glaube ich, ein bisschen verloren. Und in welche Richtung soll ich denn gehen? Ach Gott, schon wieder nur wegen dem Applaus bin ich da durchge... Nein! Der hat mich doch gar nicht berührt. Was zum Teufel soll das? Oh, da hinten ist die Starcoin. Okay, können wir uns gleich mal komplett durchrushen. Ja, sehr schön, sehr schön. Und ich glaube, da gibt es nochmal eine Eisblume. Aber da komme ich, glaube ich, gar nicht hin, oder? Komme ich da hin? Na, als ob... Okay. Okay, können wir gleich mal vergessen. Können wir gleich mal vergessen, weil wir haben es nämlich schon falsch gemacht. Somit hat sich diese Sache auch erledigt. Und ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass mich diese Flammen da treffen. Ja, könnte natürlich auch passieren. Dass die mich vielleicht irgendwie streifen oder so. Aber, so wie es aussieht... Okay. 8 rote Münzen. Könnte ich eigentlich gut gebrauchen. Natürlich in der Hoffnung, dass ich es schaffe. Und wir haben es tatsächlich gepackt, Leute. Wir haben es tatsächlich gepackt. Und da oben gibt es die Eisblume. Ja, klar, als ob. Mhm. Logisch, logisch. So, gib mir die Eisblume. Dankeschön, 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 Dankeschön. Okay, zumindest hätten wir dieses kleine Chaos hier beendet. Und wo zum Teufel ist die letzte... Oh, nein, die ist da oben. Die ist da oben. Ah! Ich wollte gerade fragen, wo die letzte Starcoin ist, aber die ist hier oben. Hier. Na, wie ich das noch weiß. Wie ich das noch weiß. Hat mich gerade ein bisschen selber verwundert, dass ich das überhaupt noch gewusst habe. Aber ich wusste, irgendwo in dem Castle gab es mal ganz oben eine Starcoin. Und genau das ist auch der Fall. Und wer ist jetzt bitte hier der Boss? Wer? Das interessiert mich brennend. Wer ist es? Okay. Okay. Wie soll ich denn den nennen? Donnerbro? Oder irgendwie sowas? Oder Stampfbro? Oder hat so große Füße, Bro? Hm. Seltsam. Oh mein Gott. Okay, okay, alles klar, alles klar. Wir müssen ihn auf jeden Fall irgendwie runterböllern.
Was natürlich nicht einfach ist, da ja dieser Dude hier natürlich hier random springt. Ich hoffe natürlich, er springt jetzt mal wieder hier auf diese Plattform. Nö, macht er natürlich nicht. Okay, er springt schon wieder darüber. Als ob. So, stirb. Und dann können wir ihm schön geschmeidig mal richtig kräftig auf den Bauch springen. Was richtig geil ist. Oh mein Gott, jetzt hat er mich getroffen. Er hat mich getroffen. So ein ekelhafter Wicht. So ein ekelhafter Wicht. So, stirb. Komm runter, komm runter. Das ist so geil, dass man den wirklich so oft treffen kann. Was? Was? Ja, als ob. Als ob. Wieso bin ich hier? Sag bloß, der blockiert mich. Hat der so eine krasse Hitbox? Also ich dachte eigentlich, ich komme da jetzt lockerlässig hoch. Aber so wie es aussieht, wohl eher nicht. Ja klar, Louis, du enttäuscht mich. Du enttäuscht mich. Okay, aber das ist sowieso jetzt vorübergehend mal dein letzter Part. Und dann können wir uns wieder mit Toadie beschäftigen. Was? Oh mein Gott. Nein, er hat mich tatsächlich noch getötet. Er hat mich tatsächlich noch getötet. Wobei ich aber im richtigen Moment abgesprungen bin. Also ich jetzt eigentlich lockerlässig schaffen müssen. Aber so, nö. So nicht. Und jetzt müssen wir nochmal die zwei... Ach komm, Alter. Nein! Nochmal die zwei Starcoins einsammeln. Wo zum Teufel waren die zwei Starcoins? Ja, wenn man sich das merken würde, wäre es natürlich super. Aber das Gedächtnis, das lässt natürlich immer nach, Freunde. Oh mein Gott, schon wieder. Schon wieder. Oh Gott, ich hasse das. Ich hasse das. Also ich komme damit überhaupt nicht klar, dass man auf zweimal springen einen Drehsprung macht. Ich komme damit nicht klar. Also das hätte Nintendo, glaube ich, lieber lassen sollen. Weil das ist wirklich nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Also ich finde es nicht gut gemacht, aber okay. Okay, man muss ja nicht immer über alles schimpfen und über alles meckern, sondern man kann sich auch mal... Oh, wieso verletze ich mich immer an dieser Stelle? Wieso? Es ist doch gar nicht so schwer, da einfach durchzukommen. Es ist nicht schwer. So, bam. Zack, zack. Und drehen. Drehen, 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 drehen. Bis einem schwindelig wird, natürlich. So, und bam. Und dann am besten die Eisblume hier fallen lassen. Ja, nicht gerade erst zwischen den ganzen Untoten, sondern am besten dazwischen. Weil dann passiert einem auch nichts. Okay. Oh Gott. Ja, und jetzt ist mir das Gleiche schon wieder passiert. Jetzt ist mir das Gleiche schon wieder passiert, wie gerade eben beim Bosskampf. Das ist doch echt lächerlich. Das ist echt lächerlich, dass ich mich da treffen lasse. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, komme ich jetzt da hoch? Ja. Perfekt. Und nochmal. Und sehr schön. Gut gemacht. So, aber jetzt. Jetzt kriegt er eine auf die Mütze. Weil dieser Part dauert schon wirklich viel zu lange. Beziehungsweise der Bosskampf. Ich wollte eigentlich nochmal ein Level machen. Aber so wie es aussieht, werden wir hier, glaube ich, noch... ja, werden wir dann hier danach Ende machen müssen. Weil ansonsten wird der Part einfach zu lang. So, Kollege. Können wir loslegen? Ja, das war ja klar. Das war ja klar. So, stirb. Komm. Zieh Leine. Zieh Leine. Zack. Boah, ich muss mich jetzt hier echt beeilen. So, bam. Zack. Boah, wieso ist es nicht vorher so gelaufen? Verstehe ich persönlich auch nicht, aber okay. So einfach ist doch der Bossfight. Wieso habe ich mich gerade vorher so doof angestellt? Aber ich glaube, das war auch nur, weil ich gewartet habe, bis er endlich mal auf die rechte Plattform springt. Könnte auch möglich sein, Freunde. Wie dem auch sei, wir haben es geschafft, mit 3 Starcoins endlich hier durchzurushen. Immerhin ein kleiner Erfolg für unser Erlebnis. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen, meine Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei New Super Mario Bros. U Deluxe. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal und tschüss.